Hi, mein Name ist Marco Lorenz, ich bin Gründer von Brainwave 3D und in diesem Video möchte ich dir zeigen, was ist das neue Bundle, das Gate-Programm Adventure Bundle. Was bedeutet Adventure und worum wird es dort genau gehen? Du kennst ja vielleicht die anderen Gates von Gate 1 bis Gate 10 und im Adventure Bundle geht es einfach weiter. Die Reise geht weiter, wir werden andere Codeorte fahren können, wir werden noch tiefer gehen, wir werden mit den Frequenzen noch eine Ebene tiefer tauchen und wir werden anfangen, noch mehr Codewörter zu integrieren und dann zusammenzuarbeiten. Jedes Codewort ist eine Insel, was einen eigenen Zustand hervorruft und in Gate 10 bis Gate 20 oder in dem Fall Gate 11 bis 20 werden wir andere Codewörter verwenden und wir können dann mit Codewörtern Zustände koppeln. Wir können zum Beispiel durch Gate 11 Body Heal machen, dann können wir mit Gate 12 mit dem Codewort Avatar unsere Chakren aktivieren und dann können wir mit Gate 13 Verbindung zur Akasha Chronik aufbauen und dann können wir mit anderen Gates, die ich dir gleich vorstellen werde, unser Bewusstsein und unsere Zustände vermischen. Das ist wie so eine Suppe und wir tun Würzen. Wir tun das rein, wir tun das rein, wir tun das rein und auf einmal ändert sich unser Zustand, unsere Wahrnehmung wird ganz, ganz anders und wir gehen sozusagen hier in die nächste Etage. Ja. Also starten wir. Was ist alles inkludiert im Adventure Bundle und worum wird es dort genau gehen? Du hast bis G10 vielleicht schon das Ganze mitgemacht und miterlebt. Wir haben beim ersten Gate, beim Transformation Bundle, gelernt, nicht zu denken. Wir haben gelernt, Visualisierung, Traumerinnerung. Wir haben gelernt, Zugang zum Unterbewusstsein aufzubauen. Wir haben gelernt, Körper loszulassen. Wir haben gelernt, in den Still State zu kommen, Verbindung zum höheren Selbst aufzubauen, Manifestation, inneres Kind loslassen und so Sachen. Ich gehe es nur ganz grob ein. Und dann habe ich gelernt, sozusagen eine Disconnect-Technik zu machen. Und falls du noch kein Disconnect erlebt hast, dann hilft dir, geht 11 bis geht 20, diesen Disconnect hinzubekommen. Ja. Gut, und jetzt starten wir sozusagen mit Gate 11. Was ist Gate 11? Worum geht es in Gate 11? Ja? Gate 11 nennt sich Soul Healing. In Soul Healing werden wir mit den Codewörtern Body Heal, Mental Heal, Emotional Heal, Soul Heal und Merge arbeiten. Das heißt, wir verankern die Codewörter. Das ist eines der Lieblingsgates von den Seminaren. Die Teilnehmer haben das am meisten geliebt, weil danach spürst du, wie es dir besser geht. Ja? Und man kann auch mit diesen Codewörtern in der normalen Meditation, du willst deinen Körper heilen, dann sagst du ein paar Mal Body Heal und du merkst richtig, wie es dann nochmal besser geht. Du fühlst dich befreien aus einem emotionalen Zustand. Emotional Heal, du denkst zu viel nach, dann sagst du einfach Mental Heal und auf einmal bist du wieder da. Ja? Und Merge heißt, die Verbindung zwischen Körper, Geist, Seele wird wieder zentriert und du bist wieder in deiner Einheit, in deiner Mitte. Ja? Also es ist ein sehr, sehr wichtiges Gate und diejenigen, die sagen, ich will da. Ja, man braucht einfach ab einem Punkt diese Zentrierung. Ja. Wir müssen lernen, unser Bewusstsein zu zentrieren und diese ganzen Aspekte zu heilen und das regelmäßig mit einem Codewort, ohne irgendwelche langen Techniken machen zu müssen, bis wir dahin kommen. Dazu hilft dir Soul Healing, Selbstheilung aktivieren und verstärken. Dann geht es rüber in Gate 12, Avatar Consciousness. Chakra-System reinigen und aktivieren. Das ist eine ganz spezielle Methode, eine sehr tiefe Methode, wie wir die Chakren aktivieren mit einer ganz speziellen Avatar-Methode und dann das Codewort Avatar nehmen, um unsere Chakren mit einem Codewort alle zu aktivieren, zu reinigen und zu erden. Ja. Dann geht es in das Codewort Awake, also in Gate 13. Höheres Bewusstsein erlangen. Wir wollen ja sozusagen unser Bewusstsein dann auf ein neues Level heben. Und das geht dann mit der Methode von Dr. David Hawkins, wo wir auch verschiedene Codewörter verankern, um diese Bewusstseinstabelle, die es ja gibt, wo wir von unten gibt es Zustände von Wut, Hass, Scham, Zorn und so weiter, dann in der Mitte Neutralität und dann geht es höher in diese Liebe, Demut, Dankbarkeit und so weiter und dann Freude, Joy. Und dann später Awake, diesen Erleuchtungszustand indizieren, wo wir die Schwingung von unserem emotionalen Bewusstsein einfach in die Schwingung erhöhen, in einen höheren Bewusstseinszustand. Denn wenn wir diese erweiterten Bewusstseinswahrnehmungen machen wollen, ist es zwingend notwendig, aus einem höheren Bewusstseinszustand, aus einer höheren Schwingung, diese Zustände zu erleben und zu indizieren. Ne? Weil je höhere Schwingung, desto eher kannst du das indizieren. Drum ist Gate 13 an der Position, wo es ist. Ja. Wenn wir eine hohe Schwingung aufgebaut haben, können wir dann mit dem nächsten Gate, und zwar Akasha Chronicles Gate 14,
Zugang zur Akasha Chronik, zur Datenbank, zum kosmischen Informationssystem erlangen und arbeiten und haben sozusagen, schließen uns selbst an das kosmische Internet an. Das ist sozusagen das, was dann danach passiert. Das heißt, wir haben dann die Verbindung, wir haben Zugang zum kosmischen Internet, zu Informationen, zu erweiterten Bewusstseinszuständen, die wir dann damit erreichen. Und dann geht es ins Gate 15. Ja, Gate 15 ist Velo. Ja, da gibt es da trainieren wir zwei Codewörter, einmal das Codewort Heart und das Codewort Velo. Velo ist eine Technik vom IAC World Institute. Dazu gibt es auch ein eigenes Buch, nennt sich Vibrational States and Energy Resonance, Self-Tuning to Higher Level of Consciousness. Das ist die wissenschaftliche Doktorarbeit von der Nancy Trivelato, eine Leiterin aus dem IAC World Institute, und da gehen wir sozusagen in die Velo-Technik rein. Es gibt für jedes dieser Gates ein eigenes Video, wo ich sehr detailliert erkläre, wie das Gate funktioniert, was es da genau vorkommt, was der Nutzen ist und so weiter. Also schau dir auch die einzelnen Videos an, wenn es dich interessiert. In jedem Fall ist es so, dass wir in Gate 15 Velo, ich habe natürlich die Technik genommen und habe sie natürlich auf ein neues Level gehoben, aber andere habe sie verbessert, habe viel damit geübt. Es ist ja meine Aufgabe als Bewusstseinsforscher, Techniken zu nehmen oder Techniken zu entwickeln, die dann zu verbessern. Habe dann in Velo eine wesentlich bessere Technik entwickelt und die machen wir dort. Wir indizieren sozusagen den Vibrationszustand ein, wo wir das, was wir bis hierhin erreicht haben, ja, wo wir den Zugang haben, Schwingung erhöht haben, jetzt geht es darum, dass wir nicht mehr das Ganze theoretisch machen wollen, für die noch nichts Großes erlebt haben, wo wir jetzt durch eine Tür gehen müssen, wo das jetzt passiert, ja, wo die Erfahrung der Schlüssel ist. Ja. Und deswegen gibt es Gate 15 Velo, weil da trainierst du dich in diesen Zustand der Vibration bewusst sofort zu indizieren, zu bringen und dann instant eine außerkörperliche Erfahrung zu indizieren, luziden Traum und so weiter, wo wir das, was wir dann bis hierher erreicht haben, dann instant einleiten. Ja. Schlüssel, das, worum es in Velo geht, ist, dass du lernst, im Wachzustand, während du stehst, eine Astralreise zu indizieren. Ja. Sehr, sehr spannend. Schau dir dazu das ganze Video an, was das Erklärvideo zu diesem Thema. Ja. Oder diese erweiterten Bewusstseinszustände, Luzidität, also Seelenreise und so weiter, kannst du mit Velo sehr einfach indizieren, in Kombination mit Reduktion des Herzschlags. Ja. Warum genau, erkläre ich im anderen Video. Und dann geht es dann in die nächste Stufe, wo wir dann den Breakthrough machen. Ja. Breakthrough bedeutet, dass wir uns selber dahin bringen. Wir Menschen sind wie eine Blume. Wir waren vorher nicht da. Wir waren vorher ein Samen und diese Blume ist dann gewachsen. Also unser Körper ist dann erst entstanden und wir haben uns zu dieser Blume entwickelt. Aber dieser Samen hat einen Bewusstseinszustand, bevor er in den Körper ging, bevor er diese Blume wurde. Und dieser Samen war in diesem Zustand, wo er connected war mit allem, was ist, mit der geistigen Welt, mit der ganzen Energie, mit den höheren Frequenzen, mit dem kosmischen Internet. Ja. Und mit Breakthrough lernen wir durch das Codewort Bridge uns in diesen Zustand zu bringen, wo wir diese Connection haben, wo wir uns, wie bei einer Nahtoderfahrung, in die Vergangenheit gehen, die emotionalen Situationen nehmen, koppeln, zur nächsten gehen, nehmen, koppeln, verstärken, nehmen, koppeln, bis wir zur Geburt kommen. Das ist eine Hypnose-Induktionstechnik vom Michael Newton Institut, die ich verbessert habe, die man verwendet, um in das Leben zwischen den Leben zu kommen oder in frühere Leben, in Regressionen, also in Rückführungen in frühere Leben zu machen. Ja. Dort lernt man im Breakthrough Part 1 sozusagen diesen Zustand zu indizieren und zu koppeln mit dem Codewort. Und dann gibt es Teil 2, das ist eine Past Life Regression, also eine Regression in frühere Leben, wo du lernst, in ein früheres Leben, also eine Rückführung in frühere Leben, wo du einfach dein früheres Leben betrachten kannst oder dein zukünftiges Leben oder andere Leben und so weiter. Also sehr, sehr tolles Gate und eines der Breakthrough-Events im kompletten Gate-Programm. Darum heißt es ja auch Breakthrough. Ja, und dann gibt es danach Gate 17. In Gate 17 lernst du durch die vorigen Gates, durch Breakthrough zum Beispiel, wie du Kontakt zu deinem Geistführer herstellst, wie du Verbindung aufbaust und mit dem Codewort Guide die Verbindung und das Band zwischen euch stärkst
und die Kommunikation auf ein hohes Level hebst, dass du ihn vielleicht sogar luzid siehst und deinen Träumen siehst oder halt in der Frequenz selber. Also wir hatten im Seminar schon Teilnehmer, die haben uns dann Namen genannt, der Geist wird gesagt, er hat so geheißen und dann haben wir gegoogelt und das war tatsächlich so ein Anführer damals, der ist dann gestorben und so Benedikt II. Irgendwie sowas. Also da hatten wir schon sehr, sehr krasse Erfahrungen, die man sogar verifizieren konnte im Google. Ne? Ja, und dann kommen wir in Gate 18 an. Gate 18 ist Lucid Dream. Da wird das Codewort Lucid verankert und mit dem Stargate, mit Immersionstechnik, wie gesagt, das Ganze gleich ganz detailliert im eigenen Video dazu, wo man mit einer Immersionstechnik einen Stargate, eine Programmierung, eine Konstruktion macht. Also hört sich schon so kompliziert an. Also es ist eigentlich ganz simpel. Du lernst dort instant in einen luciden Zustand hineinzukommen und einen luziden Traum zu erleben. Luzide Träume sind ja mittlerweile schon wissenschaftlich nachgewiesen und ich forsche schon viele Jahre mit diesem Thema und habe eine Methode entwickelt, wie man das sehr, sehr einfach und relativ schnell indizieren kann, diese luziden Träume. Ich habe dazu das eben ein Video gemacht, wo ich genau erkläre, wie das funktioniert und das im anderen Nutzungsvideo erkläre ich sogar ein paar Geheimtechniken, wie du es noch viel besser indizieren kannst. Das lernst du in Lucid Dream, also lernen, luzide Träume einzuleiten. Dann geht es um das Thema Gate 19, für diejenigen, die sagen, ich will jetzt Astral lassen als meinen nächsten Step aufbauen und ich habe noch irgendwelche Blockaden, dann wird die Astral Body Activation Gate 19 helfen. Es ist die Methode, wie du dich von deinem Kontroll, vom kritischen Verstand in Kombination mit deinem Kontrolldenken, weil wenn man bis jetzt keine Astralreise einleiten konnte, dann liegt es daran, dass in dir dein Kontrollzwang da ist. Und da lernst du deinen Kontrollzwang loszulassen und gleichzeitig dann die zwei Chakren, die für Astralreisen zuständig sind, der Solarplexus und das dritte Auge mit einer ganz speziellen Methode, die übrigens sehr, 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 sehr intensiv ist, zu indizieren. Also du aktivierst dann diese zwei Chakren so stark, dass du einen Energieüberschuss erzeugst durch das Codewort Relax, also das Loslassen der Kontrolle, in Kombination mit den ganzen Techniken, die wir durch Velo gelernt haben, wirst du den Durchbruch damit erreichen müssen. Ja, ja, das lernt man sozusagen dann in Astral Body Activation, also wir haben dann das Codewort Astral, wo wir sozusagen den Astralkörper instant aktivieren können damit. Ja, und dann geht es in mein Lieblingsgate, Gate 20, Temple of the Monks. Ich habe ein eigenes Video dazu gemacht. Das ist das, wo ich und dem Teilnehmer im Seminar die meisten Erfahrungen hatten. Da geht es dann um die Connection zu aufgestiegenen Meistern. Da lernst du die Verbindung zu den Meistern herzustellen. Du kannst damit besser channeln. Meditationen kannst du durch die Connection zu diesen Lichtwelten aufbauen. Mediale Arbeiten durchführen, Führung, Lebenskrisen, dich daraus holen, Antworten auf Fragen, höhere Energie bitten, Befreiung aus negativen Zuständen, Heilung, Blockaden von deinen Programmen, von irgendwelchen Besetzungen, energetischen Vampiren, deine Schwingung erhöhen und diverse Einweihungen. Da kannst du so viel machen, und die Liste ist elendig lang. Also da gibt es ein eigenes Video dazu, wo ich noch viel mehr vorstelle und eine ganze Liste von Vorteilen, die du damit machen kannst. Weil du umgehst sozusagen diese astralen Ebenen und diese Kausalebenen und gehst in die Lichtwelten, in diese Frequenz, sondern darum erlebt man am Anfang oft einen Blackout, weil die Schwingung so hoch ist in dieser Frequenz. Wenn du das ein paar Mal gehört hast und das Codewort Connect aufgebaut und verankert hast, dann wirst du damit sozusagen immer diesen Sprung, diese Ebene machen, deine Schwingung so sehr erhöhen, dass du dir sehr, sehr viel Arbeit ersparst am Thema Bewusstseinsarbeiten und viel meditieren Spaß, weil du damit sozusagen die Verbindung aufbaust und die können dann dir Sachen geben, mehr Energie, höheres Bewusstsein, Einwärmungen und so weiter. Also damit kannst du richtig krassen Scheiß machen, würde ich sogar sagen. Ja. Meine Lieblingsfrequenz von allen Gates, die ich bisher produziert habe, ist Temple of the Monks. Die Frequenz, die am intensivsten ist und ich habe es auch auf Basis einer Seelenreise gemacht, den Erfahrungsbericht habe ich in Temple of the Monks unten, also ein eigenes Video, wo ich über die ganze Erfahrung rede, die ich auf Basis von dem gemacht habe und umgekehrt auf Basis von dem, auf der Seelenreise sogar dieses Gate entwickelt habe. Das ist sozusagen der Durchbruch. Ne? Ja, und dann geht es danach in das nächste Bundle, also wo es dann um die Astralreisen geht, um die Out-of-Body,
Techniken, wo wir in die von Gate 21 bis Gate 30 sind verschiedene Astralreisen-Induktionstechniken, weil jeder Mensch ist ein Individuum und jedes Individuum funktioniert mit einer anderen Technik anders. Und in diesen 10 Gates habe ich verschiedene Astralreisen-Indizierungs, natürlich die besten genommen, Indizierungstechniken, natürlich in Kombination mit den ganzen Codewörtern, die wir bisher gelernt haben. Und jedes hat eine andere Technologie und eine andere Technik. Und mit einem, man probiert alle durch und dann findet man raus, ah, bei der zweiten, bei der vierten, bei der siebten, da klappt es bei mir am besten und die trainiert man dann immer wieder. Und dann fokussiert man sich entweder auf eine oder auf eine dieser drei und dann kann man mit diesen Methoden am einfachsten dann Astralreisen indizieren. So ist das ist sozusagen das Bundle, was ab Gate 20 kommt, aber bis jetzt sind wir sozusagen noch, immer noch bei Gate 20 und das ist das, was dich sozusagen beigeht bis Gate 20, was auf dich wartet, was vor deiner Tür steht. Und es ist sozusagen das nächste Level, bis jetzt war das Transformation Bundle. So die Grund, dass wir haben sozusagen, wir bauen ja ein Haus mit dem Gate-Programm. Jetzt haben wir das Fundament gelegt mit Transformation Bundle und jetzt geht es, wie ich schon gerade gesagt habe, in der nächste Etage, wo wir die nächsten Fähigkeiten auf das nächste Level bringen und das Ganze boosten, damit das Ganze jetzt auch passiert. Ja, ja und dann geht es dann in die Astralreisen, wo Astralreisen indiziert werden müssen. Das ist dann sozusagen die nächste Etage und da freue ich mich jetzt schon drauf. Also in dem Sinne, ich wünsche dir viel Spaß mit dem Gate-Programm Adventure Bundle. Es ist sozusagen das nächste Level und ja, ich habe eh schon alles gesagt. Wenn du sagst, du willst noch mehr Details, schau dir die einzelnen Videos zu den jeweiligen Frequenzen an, höre die Demos an und lass dich überraschen, was dich erwartet. Da ist, wie gesagt, eine neue Technologie dahinter. Alles wird auf das nächste Level gehoben und freu dich drauf. Also, bis bald. Tschüss.